Thank you.
Thank you.
Die Junge auch schon die Weiße. Ja, ja, ja. Das ist super. Vogelmiere gibt es beinahe das ganze Jahr. Die Blätter sind ein begehrtes Grünfutter. Die halbreifen Samen sind ein begehrtes Aufzuchtfutter für Grütze und Zeisige. Hier einige Bilder von Alario-Girlitzen und Damara Alario bei der Aufnahme von halbreifer Vogelmiere. Löwenzahn, die beliebteste Futterpflanze, die es überhaupt gibt.
Löwenzahn ist eine begehrte Grünfutterpflanze. Halbreifer Samen ist für die jungen Aufzucht unentbehrlich. Neben pflanzlichem Eiweiß enthält Löwenzahn auch ab und zu tierisches Eiweiß. Die Bilder zeigen dies. Löwenzahn wird beinahe in allen Reifenstadien gefressen. Hier einige Bilder von Damara Alario und Gelbbauchzeisig bei der Aufnahme von Löwen. Hirtentäschel, ein beliebtes Futter für Girlitze und Zeisige. Damara Alario und Alario Girlitz bei der Aufnahme von Hirtentäschel. Ein begehrtes Aufzuchtfutter. Die Bilder zeigen dies. Maskendompfaffjunge werden mit halbreifen Nachtkerzensamen gefüttert. Schwarzbuschzeisige und Jarellzeisige bei der Aufnahme von Nachtkerzensamen. Thank you.
Nachtkürzensamen tiefgefroren. Mädesüß, eine hervorragende Futterpflanze. Die Blüte. Mädesüßsamen halbreif. Reifer Mädesüß. Hier wird halbreife Mädesüß verabreicht. Jahreszeitige bei der Aufnahme von Mädesüßsamen. Reinfahren eignet sich nur im reifen Zustand, besonders für Zeisige. Die Reinfarnblüte. Reifer Reinfarn. Reinfarn von Jarelzeisigen gern gefressen. Seit Jahrzehnten gefriere ich halbreife Kolben und Silberhirse ein. Die Hirse dient als Aufzuchtfutter für Zeisige und Gerlitze. Albrecht Reuter baut die Hirsearten auf riesigen Feldern an. Hier zeigt mir Albrecht Reuter halbreife Silberhirse. Und hier halbreife Kolbenhirse.
Stempel setzt. Genau wie das Kochen im Rotterdam ist. Komm mal raus, gell? Dann schützt die Steinbrücke oder schützt. Thank you.